Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, heute ist hier wieder einiges los beim Shallow Reef. Seit dem letzten Video gibt es wieder ein paar Dinge, die geändert werden müssen, die neu sind, und all das möchte ich euch heute vorstellen. Bleibt dran, viel Spaß! Also zunächst mal, unter meinem letzten Video hatten einige gefragt, was ist das hier für ein Filter, womit habe ich mein Technikbecken abgesaugt? Das ist tatsächlich einfach nur ein ganz einfacher EFA-Filter, den ich mit Filterwatte voll gemacht habe. Und damit kann ich halt auch jeden Dreck, alles Feine auch mit rausziehen. Also der war richtig schmutzig, da war so viel feines Zeug drin, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen Das werde ich heute wieder zum Einsatz bringen, das Technikbecken noch ein letztes Mal aussaugen, denn ich habe, wie ihr vielleicht gesehen habt, ich hatte ja ein Interview geführt auf der Reefmania mit dem lieben Claude von Fauna Marine und habe mir da den Tipp abgeholt, die Steine tatsächlich aus dem Becken rauszuholen. Das hatte auch schon einer von euch mal drunter kommentiert, und das wollte ich einfach wissen, was ist da dran. Und auch Claude hat gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, die da drin zu haben, das ist völliger Quatsch. Und deswegen habe ich die schon rausgeholt jetzt aktuell. Blende ich euch gleich auch einmal ein, habe ich für euch nämlich auch gefilmt. Also die Steine sind wie gesagt schon raus und die haben tatsächlich noch jede Menge Dreck wieder hinterlassen. Also das möchte ich auf jeden Fall auch rausholen. Dann im ersten Teil von der Reefmania, habt ihr vielleicht gesehen, habe ich mit dem lieben Martin ein Interview geführt. Der hat mir ja an dem Tag auch Drahtalgen vermacht, sozusagen, einen ganzen Becher voll. Die sind auch seitdem da drin, schwimmen da aber noch so ein bisschen locker flockig rum. Da habe ich so einen Kasten, eigentlich ist das ein Fischbrutkasten, um Fische zu separieren. Den nehme ich dann erstmal, um die Algen da rein zu tun, damit die da nicht irgendwie rumfliegen. Und dann werde ich tatsächlich heute auch noch zwei Technik-Updates machen. Zum einen bekommen die Drahtalgen gleich eine schöne Lampe, die stelle ich euch gleich vor. Und zum anderen werde ich auch noch eine etwas größere Geschichte ändern, nämlich meinen Abschäumer hier. Aber womit starten wir? Womit starten wir? Ich möchte jetzt erstmal das Technikbecken sauber machen, damit ich nämlich den ganzen Dreck, der dabei, also damit das alles weg ist, damit das nicht gleich aufgewirbelt wird, wenn ich hier ja mit der Technik rumhantiere. Genau. Also, los geht's. Als erstes kommt hier gleich noch Salzwasser rein und dann bringe ich das Ding hier in Gang und dann sauge ich erstmal den ganzen Dreck. So, das war's erstmal. Der Dreck ist soweit weg. So, jetzt ist der Bereich für die Drahtalgen sauber. Wie ihr seht, das ist mein eigentlicher Brutkasten. Den werde ich jetzt so umfunktionieren. Ich habe jetzt extra die Saugnäpfe dran gemacht, werde den aber so drehen, damit der auf dem Boden stehen kann, aber hier trotzdem noch Wasser durchfließen kann, damit es da nicht irgendwie Gammelecken oder so gibt. Und so ist das System ja eigentlich. Das heißt, jetzt kommt die Alge hier rein. Und dann hoffe ich mal, dass das zu bleibt. Und werde das jetzt dann direkt gleich mal da versenken. Und dass auch vor allen Dingen genug Strömung durchfließt. Das brauche ich wahrscheinlich später noch, wenn der Abschäumer weg ist, dass ich dann da auch noch absaugen kann darunter. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Alge ins Wasser wieder kriegen. Ja, ein kleinerer hätte es natürlich auch getan. So, schön versenken.
Was ich auch in der Zwischenzeit gemacht habe, nachdem ich die Steine rausgeholt habe, habe ich eine ECP genommen. Die Werte sind auch schon da, die zeige ich euch gleich. Eine Sache kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich hatte ein kleines Problem, denn als ich hier alles sauber gemacht habe, rumgeruckelt habe, Steine verrutscht, dies, das, ist mir leider, irgendwie bin ich hier immer auf das Rohr gekommen, das ist der Notüberlauf, und der war dann undicht. Das heißt, man kann in der ECP sehen, dass im Osmosewasser alles Mögliche nachzuweisen ist, weil hier eine Zeit lang tatsächlich Wasser in den Osmosebereich, hier in den Osmosetank getropft ist. Das ist natürlich schlecht. Ich habe die Probe auch aus dem Bereich hier genommen gehabt. Ja, erstmal ist es gar nicht aufgefallen, bis ich dann hier so einen Tropfen entdeckt habe. Ja, und dann hatte ich natürlich richtig Muffensausen, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, was passiert jetzt? Aber mittlerweile ist das so, dass das schon wieder zugekrustet ist quasi und da ist alles wieder dicht. Ja, das war nur minimal, aber trotzdem, ne, wenn jetzt alle 15 bis 20 Sekunden immer wieder einen Tropfen hier reintropft, dann ist natürlich klar, dass man dann da auch im Osmosewasser was nachweisen kann. Also das ist jetzt aber nicht. Ich habe den Osmosetank danach entsprechend jetzt hier auch einmal komplett leer gemacht, habe den ausgewischt. Da war auch so, ich denke mal auch deswegen war da so ein kleiner Bakterienfilm, also es war so ein bisschen schleimig und trüb. Deswegen habe ich den einmal komplett sauber gewischt und ganz frisches Osmosewasser wieder reingemacht. Und da müsste jetzt eigentlich dann nichts mehr nachzuweisen sein. Das heißt, wenn ich jetzt wieder nächste Woche Montag will ich wieder eine ECP machen, dann gucken wir mal, ob das dann Früchte getragen hat sozusagen. Ja, das nächste, was wir jetzt machen, ist die Lampe installieren. Ich habe ja noch gar nicht verraten, was für eine Lampe überhaupt. Einen Moment, die hole ich mal. Tada! Ich habe von Tunze die Eco Chic Refugium zugeschickt bekommen. 8831 Modell. Ist extra für Algen gedacht, das heißt, die leuchtet rot. Und das Coole ist auch, dass man die unter Wasser installieren kann. Das finde ich mega, denn die gibt ja auch Wärme ab. Das heißt, mein Heizstab muss dann nicht mehr so viel arbeiten. Die ist natürlich auch wieder ziemlich energiesparend. Also 9 Watt hat die. Also dagegen kann man überhaupt nichts sagen. Die Produkte von Tunze sind wirklich erstklassig stromsparend. Also wirklich mega. So, jetzt haben wir hier natürlich wieder bezüglich des Magneten eine kleine Warnung. Wink mit dem Zaunfall, sollte mir nicht wieder passieren, ne? Merkt, denn ich habe da aus Versehen. Zack. Wie dumm war ich? Wieso habe ich die aneinander gemacht? Dass ich die aneinander mache. So, Bedienungsanleitung. Hier ist der hübsche Magnet. Dann haben wir hier Strom. Und die hübsche kleine Lampe. Wow, klein, aber fein. Genau das Richtige und hat sogar genau die Länge, die ich brauche für meinen kleinen Behälter da. Optimal. Werde ich euch auch einmal direkt zeigen. So, Laser. Das ist natürlich richtig cool. Genau das Richtige für die Algen. Und da die natürlich nicht in Dauerbetrieb sein soll, werde ich da gleich auch noch einen WLAN-Stecker dran machen, damit wir die wieder mit der App steuern können. Und da wäre natürlich eigentlich cool gewesen, wenn ich die auch über meinen Profilux hätte steuern können. Das Problem ist, dass meine Steckdosenleiste von GRL proppevoll ist. Da ist kein Platz mehr, um die auch noch da unterzubringen. Also muss ich die mit einem normalen WLAN-Stecker tatsächlich hier einbinden in das System. Ja, und dann kann ich die halt darüber steuern. Wow. Das sieht ja schick aus. So, damit hätten wir auf jeden Fall schon mal das Algenrefugium geklärt. Schauen wir mal, ob mir das auch hilft, den pH zu stabilisieren. Wie ihr seht, habe ich da auch immer noch den Skimbreeze, Top Job macht. Ich habe das schon gewechselt, den Atemkalk. Ja, was mein Mann und ich noch gemacht haben, ist einen kleinen Umbau in dem Aquarium. Es ist so, dass hier, also zum einen seht ihr ja,
dass mein Pilz leider nicht mehr da ist. Der ist einfach zu groß geworden. Der Schirm hat so viel abgeschattet bei den Gonios. Hier standen ja die Gonios, dass ich mich dazu entschlossen habe, den ja, in gute Hände abzugeben. Ich habe Gott sei Dank schnell jemanden gefunden, der den bei sich aufgenommen hat. Ein großes Dankeschön nochmal an euch. Und jetzt ist da auf jeden Fall deutlich mehr Platz. Wir mussten nämlich mit dem ganzen Riff nach links rutschen. Auch das habe ich für euch alles gefilmt. Werde ich jetzt, während ich quatsche, euch auch mal zeigen. Denn es ist so, ich habe ja hinten an der Wand eine Tunzeströmungspumpe. So, das Problem ist, dass von dem Riff hinten ein Ast genau immer davor ist. Das heißt, die Strömung wird ja dadurch abgelenkt und geht nicht hier so in der Mitte über den Bodengrund. Ne, da sammelt sich natürlich dann auch wieder jede Menge Dreck. Und jetzt ist auf jeden Fall hier in der Mitte ein viel besseres Strömungsbild. Ja, das war auf jeden Fall unser Ziel. Im gleichen Atemzug haben wir dann uns entschieden, die Gonios, die ja mehr Strömung brauchen, hier vorne vor die Ecotech zu packen, damit die viel mehr Strömung kriegen. Und die Euphilia hier drüben, die Euphilien, haben wir nach links gepackt, weil die jetzt nicht so viel Strömung brauchen wie die. Und die kriegen immer schön von unten eben die Strömung durch die Tunze halt auch entsprechend genau das, was die brauchen. Und die stehen richtig schön, sowohl die Euphilien als auch die Gonios, also die Grüne, das ist ja eine Alveopora, die war sowieso schon okay, aber die kleinen, rosanen, die sind viel mehr draußen jetzt. Also die blaue, da bin ich mal gespannt. Die zickt immer noch ein bisschen rum. Die hat uns das etwas krumm genommen, den Umzug. Aber vielleicht habe ich Glück und die erholt sich auch wieder. Ja, dann haben wir in der Zwischenzeit auch einige neue Korallen. Das war auch mit ein Grund für den Umbau, damit wir einfach auch mehr Platz haben. Das heißt, wir haben ein paar Euphilien dazu bekommen, wir haben oben ein paar schöne Euphilien dazu bekommen, wir haben einige Favias dazu gekriegt, und zwar auch schöne große Tiere, die wir bei Meerwasser Böttcher uns besorgt haben. Somit hat es alles wieder mehr Verbraucher. Ich habe ja den dicken Pilz raus, also aber auch dafür wieder einige Korallen rein. Und ja, so erhoffe ich mir, dass das stabil bleibt. Und aktuell sieht es tatsächlich auch, was die Werte angeht, schon viel besser aus. Da können wir eben auch mal kurz über die ECP sprechen. Ja, es sind immer noch ein paar Spurenelemente nicht nachweisbar. Jod ist auch viel zu wenig. Vanadium ist zu wenig. Das habe ich alles schon nachdosiert und auch wieder bei den Traces hier mit nachergänzt. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal ausreicht. Ich bin gespannt. Aber jetzt kommt ja der Clou. Nitrat ist runtergegangen auf 16. Es hat sich sogar sozusagen halbiert. Und all die Maßnahmen haben also Früchte getragen. Klar geht das nicht von heute auf morgen so. Und ist ja auch von der ECP zuletzt jetzt auch noch nicht so viel Zeit vergangen. Aber auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Wert für mich. Dann haben wir auch noch ein bisschen Cleaning Crew eingesetzt. Die Cyanos sind leider immer noch da. Cyanus, da arbeite ich immer noch gegen, habe ich heute auch wieder abgesammelt. Ich habe aber auch ein paar Schnecken reingepackt, die cyanofressenden Schnecken. Den Namen blende ich gleich nochmal ein, den habe ich gerade tatsächlich nicht auf Lager. Ich habe aber auch 4 karibische Einsiedlerkrebse eingesetzt, die auch noch ein bisschen für Sauberkeit sorgen sollen, die sich auch mit Schnecken vertragen. Und ich habe noch 3 andere Schnecken eingesetzt. Boah, die haben so ein leopardfarbenes Häuschen. Boah, den Namen wurde mir gesagt, habe ich leider auch vergessen. Schwierig, versuche ich zu recherchieren und für euch einzublenden. Ja, jetzt kommt nur auch wieder ein kleines Problem. Mein Kugelfisch. So, ich liebe meinen Kugelfisch über alles und es bricht mir das Herz, aber ganz eventuell muss ich mich leider von ihm trennen. Ich habe nämlich nicht nur Schnecken eingesetzt und die Einsiedlerkrebse, sondern auch Garnelen ein paar. Zum einen hat er meine Putzergarnelen auf dem Gewissen und ich packe wirklich regelmäßig auch große Sachen rein. Es ist jetzt nicht so, dass ich den hungern lasse oder so. Nur irgendwann, also den, was soll ich das so vorstellen? Ach Mann, ich könnte jetzt schon heulen, aber der propellert hier rum, ja, dreht so seine Runden, guckt mit seinen süßen Glubschaugen, guckt, oh, da bewegt sich was, dann mach ich mal da rein und da bewegt sich was, da rein. Ja, und so hat es halt auch die eine oder andere Garnele erwischt. Ich habe in dem Sinnzusammenhang, wo ich die Schnecken eingesetzt habe und die Einsiedlerkrebse, habe ich
eine Bude Manni noch eingesetzt. Ich hatte nämlich da eine Glasrose entdeckt und ich habe noch eine Küken-Tally eingesetzt. Beide sind ja bekannt dafür, dass die Glasrosen fressen und dies und dit. Ja, und am nächsten Morgen war keine von den beiden mehr zu sehen, aber mein Kugelfisch hatte so einen Bauch. Also da ist ja schon wieder klar, wo die hin sind. Das ist wirklich ein Trauerspiel. Ich habe leider auch schon beobachtet, gut, er lässt die Korallen eigentlich in Ruhe. Ich habe schon ein paar Mal gesehen, dass er in eine Scoli reingepickt hat und dann sehe ich auch, was sein Schnabel so anrichtet. Und dann kann ich es mir auch sehr gut vorstellen, wie er mit den Garnelen da hantiert. Weil die Putzergarnelen sind ja eigentlich, also eigentlich ist da ja irgendwo klar, die putzt den Kugelfisch. Ja, das habe ich ja schon oft beobachtet. Aber ich glaube, wenn der Muck hat, da mal so reinzunageln und mal ein Stück rauszustanzen und dann trifft er die mal im falschen Moment, dann ist die halt hinüber und dann ist das halt ein leckerer Haps. Dann machen meine Diamantlippfische und meine, auch mein Juwelenfettzöpfer und der Goldringdoktor, die eigentlich Algenfresser sind, hauen dann richtig rein und tun noch ihr Übriges und fressen dann den Rest. Ja, und das ist natürlich Katastrophe in meinen Augen, ne? Also deswegen bin ich mit mir im Moment am Hadern. Da, jetzt propellert er auch schon über der Trachi. Die hat nämlich auch an einer kleinen Stelle schon so eine Kitsche. Die traue ich ihm auch zu, dass er da schon reingemacht hat. Also immer in so Kissen, wie jetzt zum Beispiel bei den Skolis, macht er dann, hey, schwupps, hat er wieder in die Skoli gepitcht. Und du hattest heute eine dicke, fette Muschel. Guck dir deinen Bauch an, wie fett der ist. Gucken dir an. Und beißt so ein Stück raus, dann sieht man das. Also bisher konnten die das immer wieder regenerieren. Aber ja, muss ja auch nicht sein, ne? Mir würde es echt das Herz brechen, den abzugeben, aber wenn er meine ganze Cleaning Crew und auch noch an die Korallen geht, dann ist das natürlich nicht mehr so lustig. Na, ich würde ihn ja unten in mein Becken reinsetzen, aber mein Becken unten ist zu klein. Ach du kleiner, kleiner. Ach gut. Tut mir leid, aber so ein Tier wächst einem ja auch ans Herz, ne? Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen sentimental geworden. Wollte ich eigentlich gar nicht, ist jetzt so passiert. Aber es ist so, wie es ist, ne? Und ich möchte ja hier auch ehrlich sein. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt und es kann weitergehen. Also, die Lampe ist drin, das Algenrefugium läuft also. Ich habe jetzt dann also nur noch die nächste Neuerung, technische Neuerung am Start. Tada! Und zwar einen coolen Deltec-Abschäumer, den 1000i. Genau richtig für mein Becken. Dazu hat mir der liebe Jan an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön auch was zum Reinigen mitgebracht. So. Da haben wir einmal diesen coolen Auskratzer für den Abschäumer. Richtig praktisch. Und dann wollen wir doch mal reingucken hier in das schöne Ding. Dehnungsanleitung. Controller. Sieht schick aus. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nämlich klasse an dem Abschäumer, dass man eben einstellen kann. Das kann man bei dem ja jetzt absolut gar nicht. Das müsste das Netzteil sein. Jawohl. Netzteil. Wow, schickes Teil, hä? So, das ist das gute Stück. Sieht der nicht schick aus? Der hat ja auch, wie gesagt, eine ganz andere Form. Der ist nicht so konisch zulaufend, sondern halt ein Zylinder. Hat hier an der Seite auch, kann man Wasserlevel sehen, Niveauregler. Wirklich eine coole Sache. Und ja, den werde ich gleich mit meinem Mann zusammen einbauen und werde euch dann im Anschluss das Ergebnis zeigen. So, und wie geht's jetzt weiter? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Was haben wir jetzt vor? Also,
Müsst ihr das so machen wie so ein Nachrichtensprecher? Ja, wie ein Nachrichtensprecher. Ich habe dich ja nur gefragt, was du jetzt geplant hast, damit ich einen Eindruck bekomme, was jetzt hier ansteht. Ja, als nächstes bauen wir den Abschäumer aus. Okay, das ist aber eine Ansage. Aber ich werde erstmal hier kurz den Dreck rauslassen, damit da nicht gleich ein Fauxpas passiert. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Wir gehen in den Wartungsmodus. Ja. Dann ist der aus. Dann ist der Ausbau entspannter. Ich muss ihn ja eh abstöppeln, aber damit nicht beim Rausziehen hier irgendwas rausläuft. Ja, dann raus mit dem Burschen. So, da ist er raus, der Koloss von Rhodos. So. Jetzt holen wir hier noch das Zeug raus. Die Erhöhung braucht man nämlich jetzt nicht mehr. Und jetzt muss ich da eigentlich den Dreck nochmal hier eben einmal absaugen. Okay. Und da kam ich ja gestern nicht dran. So. Ja, dann würde ich sagen, schnapp dir mal den neuen und die Bedienungsanleitung. Dann gucken wir da mal eben rein. So, der neue Abschäumer läuft sehr gut sogar. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich tatsächlich sehr praktikabel finde, ist hier dieser Schlauch, wenn der Behälter voll ist, dass ich hier einfach den Dreck sozusagen ablaufen lassen kann. Das war ja vorher, wo habe ich den Topf? In der Küche. Da steckt ja einfach nur von unten so ein kurzes Stückchen Schlauch dran mit dem Verschluss. Und tatsächlich ist mir das auch schon ein, zwei Mal passiert, dass das abgefallen ist ins Wasser. Erst gestern noch beim Umhantieren hier bin ich dagegen gekommen. Schwupp, war der Dreck hier im Wasser. Und das kann hiermit natürlich jetzt nicht mehr passieren. Das ist natürlich auch ein klarer Vorteil auf jeden Fall. Und ich habe hier, dadurch, dass der ein bisschen kleiner ist, habe ich noch mehr Platz hier oben zum Hantieren. Das war vorher tatsächlich auf Messerschneide genau geplant. Und jetzt habe ich deutlich mehr Luft. Also ich bin wirklich absolut zufrieden mit dem Gerät. Und ja, der wird sich jetzt hier einlaufen und sein Ding machen. Freue mich auf jeden Fall. Ja, der Notüberlauf ist ja auch noch eine nette Sache, ne? Das heißt, wenn mal der richtig hochkocht, dann aktiviert sich auch der Notüberlauf. Das heißt, da kann auch nichts passieren. Also es ist schon eine schicke Sache. Ich meine, der AK hat auch seinen Dienst gemacht. Da kann man auch nicht meckern, aber ich finde den jetzt hier nochmal. Ja, der hat halt nochmal so ein paar witzige Gimmicks, die ja nicht schlecht sind. Richtig praktische Gimmicks, ne? Ja, auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Was ich natürlich auch mega finde, ist hier der Controller, ne? Also hier können wir die Stärke der Pumpe einstellen. Das ist natürlich auch richtig cool, steht jetzt aktuell auf 6. Wir brauchen das Gitter halt nicht mehr. Das war so ein bisschen das Problem, ne, was wir hatten mit dem AK, war ja, dass auf der einen Seite die Höhe halt, ne? Genau, höher war. Und auf der anderen Seite, dass der so eine Eintauchtiefe nicht vertragen hat und wir den dann auch noch aufbocken mussten. Und das war dann immer sehr, sehr schwierig, da irgendetwas zu machen. Tatsächlich dann nur noch ganz genau, also war nur ein Millimeter Platz da oben. Aber jetzt haben wir das Problem nicht mehr. Ja, und Technikbecken sieht auch ganz anders aus, ne? Keine Steine mehr, ist jetzt richtig clean. Nur noch dieses kleine Algenrefugium im Endeffekt. Sollten wir vielleicht dann auch mal. Da lief heute Nacht die Lampe ja auch jetzt das erste Mal. Da müssen wir gleich noch die WLAN-Steckdose einbinden, damit die nicht dauerhaft leuchtet. Das mache ich gleich. Genau, und ansonsten ist tatsächlich sonst nur noch der Heizstab drin, ne, und die Pumpe vom UV-Klärer. Ja, und das war's. Ja, aktuell sind wir auch tatsächlich sehr zufrieden mit dem Becken. Also die Korallen stehen schön, die Fische stehen gut. Ja, das waren jetzt so erstmal die Veränderungen, die wir machen mussten aus unserer Sicht, die wichtig waren, um das Ganze auf den richtigen Weg zu bringen. Und das war es auch dann erstmal damit. Das heißt, jetzt haben wir unseren Ist-Zustand erreicht. Wir haben unseren Riffaufbau optimiert. Wir haben das Technikbecken optimiert, mögliche Dreckstellen entfernt und sind jetzt vollstens zufrieden. Und wie gesagt, es steht auch aktuell alles sehr gut. Es hatte jemand noch gefragt unter einem letzten Video zum Fischfutter, dass er gerne auch mal sehen möchte, wie wir die Fische damit füttern, wie das so rüberkommt.
Vorweg sei schon mal gesagt, unsere Fische lieben das Futter. Und es ist auch genug Grobes drin, weil das hatte der ein oder andere geschrieben, auch bei Instagram, dass das vielleicht zu fein ist. Aber wir haben ja noch, also mein Mann hat beim letzten Mal ja auch noch so ein Drittel von dem Frutti, die Mare auch noch mit dem Messer geschnitten, sodass auch gröbere, größere Sachen drin sind, wo die Fische auch was zu tun haben. Gerade auch der Kugelfisch und der Korallenwächter. Und ja, deswegen wollen wir euch jetzt gleich einmal auch mal zeigen, wie die Fische fressen, wie die das so annehmen. Und dann werdet ihr auch noch ein paar weitere Bilder sehen vom Becken, von den Tieren, von den Korallen, auch von meinen neuen Korallen, wovon ich vorhin schon erzählt habe. Ja, jetzt füttere ich noch die Tiere. Hier seht ihr jetzt den aufgetauten Würfel, da es mit Osmosewasser gemacht wurde. Muss ich jetzt hier nichts mehr durchwaschen, das ist natürlich super. Moment, sonst hört man mich nicht, wenn hier gerade ja, der Überlauf Geräusch macht. So, das war's. Also, wie gesagt, das ist mit Osmosewasser gemacht, das heißt, ich muss es nicht mehr durchwaschen jetzt. Vielleicht kannst du einmal kurz zeigen, Schatz, wie das aussieht. Und jetzt nehme ich eine kleine Portion, das ist seit ich tau einen pro Tag auf, füttere 2 bis 3 Mal pro Tag die hier und ich habe ja auch noch unten den Nanotank, da füttere ich dann den Rest und somit komme ich mit der Portion über den Tag hin. Okay, dann wollen wir mal. So, das reicht auch schon. Ihr seht schon, da sind, wie gesagt, einige große Stücke dabei und auch viel Feines. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit den restlichen Aufnahmen. Das war es erstmal wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr lasst ein Like da und ein Abo. Das wäre auch wichtig für mich und für den Algorithmus, wenn ihr vielleicht auch einen Kommentar da lasst, was ihr so zu den Veränderungen sagt oder auch, wenn ihr ein Meerwasserbecken habt. Mit was für einem Abschäumer läuft euer Becken? Oder habt ihr vielleicht einen Nanotank und habt gar keinen Abschäumer? Lasst es mich doch unten in den Kommentaren wissen. Bis dann, ich bin raus.